Die erbitterte Anführerin der Kriegerinnen von Sucker Punch war die lobotomierte und misshandelte Baby Doll, gespielt von Emily Browning. Seit diesem Film hat sich Browning mit einer ausgewählten Gruppe interessanter, wohlüberlegter Projekte beschäftigt. Schauen wir uns näher an, was Emily Browning seit Sucker Punch unternommen hat. Seit Sucker Punch hat sich Emily Browning weitgehend für kleine Indie-Projekte entschieden. Angefangen mit Sleeping Beauty von 2011, einem in Australien gedrehten Film über eine ganz bestimmte Art von Bordell, in dem Männer dafür bezahlen, schlafende Frauen zu berühren. Es ist leicht, die Geschichte als eine Dekonstruktion der Objektifizierung von Frauen zu sehen und sogar als eine Satire über die Wertschätzung von Frauen aufgrund ihres Aussehens und nicht aufgrund ihrer Talente. Der Zusammenhang zwischen dem Film und Sucker Punch, in dem Browning eine andere Frau spielte, die wegen ihres Aussehens missverstanden wurde, ist klar. Sleeping Beauty war eine große Herausforderung für Browning, die nicht nur völlig nackt vor der Kamera sein musste, sondern auch intimen Kontakt zwischen sich und anderen Schauspielern zulassen musste. Browning sagte, dass ihre Figur Lucy faszinierend sei und in völligem Kontrast zu ihrem alltäglichen Selbst stehe. Wie IndieWire berichtet: "Ich fand ihre Bereitwilligkeit und Rücksichtslosigkeit und ihren Nihilismus und ihre Stärke wirklich cool. Die Tatsache, dass ich mich dabei unwohl fühlte, war ein Pluspunkt für mich." Es ergibt Sinn, dass Browning, die zu dieser Zeit die Aufmerksamkeit der Massenmedien und der breiten Öffentlichkeit auf sich gezogen hatte, diese Art von Film nutzen könnte, um ihre Karriere und ihr Image in Frage zu stellen. Nach Sleeping Beauty spielte Browning die Hauptrolle in ein paar sehr unterschiedlichen Thrillern, Magic Magic und Plush, die beide 2013 veröffentlicht wurden. In Magic Magic übernimmt Browning eher eine Nebenrolle mit ihrer Figur Sarah, die sich auf eine Autoreise nach Chile begibt und in ein psychologisches Horrorspiel gerät. Plush, von Regisseurin Catherine Hardwick, rückte Browning im wahrsten Sinne des Wortes ins Rampenlicht. Sie spielt Hayley, die ultra-berühmte Frontfrau einer Rockband namens Plush, die von einem fanatischen Fan gestalkt wird. Der Film ist teils Noir, teils Thriller und teils Horror und gibt Browning die Chance, als unverschämte, mutige Figur in einer Rolle, die ein wenig von ihren früheren Filmen abweicht, einige schauspielerische Akzente zu setzen. Brownings nächster Hauptfilm war Summer in February, der auf einer wahren Geschichte beruht und im frühen 20. Jahrhundert spielt. Darin spielt sie Florence Carter Wood, eine Frau, die in einem Liebesdreieck mit dem Künstler Alfred Munnings und seinem Freund Gilbert Evans gefangen ist. Dieser Film ist ganz anders als Brownings vorheriges Werk, sogar ein wenig traditionell, und ist der erste einer Reihe von Liebesfilmen, die Browning auf den Weg zurück der beinahe Blockbuster-Filme brachten. Der zweite Titel in dieser Periode ist God Help the Girl, der sich auf Brownings Wurzeln als Figur in einer psychiatrischen Anstalt besinnt, dies aber mit ihren Erfahrungen als Musikerin in Plush kombiniert. In diesem Film spielt Browning Eve, eine insgeheim talentierte Nachwuchsmusikerin, die unbeabsichtigt zwei andere Musiker zusammenbringt, um eine Band zu gründen. Browning hat in Interviews angedeutet, dass sie ihre Erfahrungen für Eve genutzt hat, denn Eve kann sich weder stabil noch geborgen fühlen, wenn sie nicht einen Weg findet, ihre kreativen Energien zu kanalisieren. Für ihr nächstes Projekt war Browning 2014 in Pompeji als Figur Cassia zu sehen. Die Geschichte ist eine fiktionalisierte Darstellung der antiken Stadt Pompeji, wie sie 79 nach Christus durch den Ausbruch des Vesuvs verschlungen wird. In Interviews sagt Browning, dass sie immer eine Figur wie Cassia spielen wollte, die Rolle aber nie zustande kam. Nach Pompeji spielte Browning an der Seite von Tom Hardy in Legend, einem Krimi, der auf Ereignissen aus dem realen Leben basiert, unter dem Hardy die Doppelrolle der Zwillingsbrüder Reggie und Ron Cray spielt. Browning spielt Frances, die Ehefrau von Reggie Cray, und beschreibt die Figur als von Reggie Cray angezogen, um der Armut zu entkommen, bis zu einem Punkt, an dem sie bereit ist, die Augen vor den kriminellen Aktivitäten ihres Mannes zu verschließen. Remain prison? Yeah, prison. You look beautiful. Nach diesen beiden prominenteren Rollen wandte sich Browning wieder Indie-Filmen wie Kill the King und Golden Exit zu. In Kill the King spielte sie die Hälfte eines Serienmörderpaares, das Elvis Presley ermorden will. Und in Golden Exits spielte sie eine beeindruckend strukturierte Darstellung in einem vielschichtigen Familiendrama über Beziehungen und Begehren, das in Brooklyn spielt. Beide Figuren in diesen Filmen fühlten sich von hoffnungslosen Situationen angezogen, in denen sie sich lebendig fühlen und die als perfekte Überleitung für das nächste Kapitel von Brownings Karriere dienen. Brownings jüngste Rolle brachte sie in die gefeierte Fernsehadaption von Neil Gaimans American Gods, in der sie Laura Moon, die Frau des Protagonisten Shadow Moon, spielt. Laura ist eine komplexe Figur, eine, die Gaiman als schwer zu knacken bezeichnete. Brownings Darstellung wurde jedoch weitgehend geschätzt, auch wenn ihre Figur als betrügerisch und egoistisch beschrieben werden kann. Es zeugt von Brownings sich entwickelnden schauspielerischen Fähigkeiten, mit denen sie in der Lage ist, ihre Rolle als Laura Moon auf ein Niveau zu heben, das über das der Romanfigur hinausgeht, bis zu einem Punkt, an dem ihre eigene Reise mit der des Shadow, der Hauptfigur, vergleichbar ist. Those four quarters you just loaded? This is not 80s Vegas, they won't just break your hands and let you walk away. They'll prosecute and push for maximum sentence. Diese jüngste Rolle hat Browning wieder ins Rampenlicht gerückt. Und es ist sicher interessant zu sehen, wie es mit ihrer Karriere weitergeht.
Unabhängig davon können wir sicher sein, dass sich Browning als rastlose, sich unermüdlich weiterentwickelnde Schauspielerin nicht damit zufrieden geben wird, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen. Schaut euch eins unserer neuesten Videos hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos zu deinen Lieblingsfilmen. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen.